Herzlich willkommen. Im zweiten Teil zur Sai schauen wir uns ein paar technische Ausführungen mit dem Trainingspartner an. Der Angreifer hat hierfür einen Katana und wird mit verschiedenen Schnitten angreifen, damit wir uns die verschiedenen Blocktechniken und ein paar einfache Kontermöglichkeiten anschauen können. Beginnen wir mit dem vertikalen Schnitt von oben. Nach dem Kreuzblock wird das Schwert beiseite gefegt und gleichzeitig gekontert. Hier nutze ich einen Ageuke und gehe rein. Das Schwert gleitet ab und kann erneut von unten schneiden. Mit der anderen Sai blockiere ich den Schnitt, fege die Waffe weg und kann kontern. Mit meinem Taijutsu bewege ich mich um die Klinge herum, damit sie mich nicht schneiden kann. Diagonaler Schnitt von oben. Mit einer Art Uchi-Uke fange ich die Klinge im Flügel der Sai. Ich schlage auf die Arme oder Hände, um den Angreifer zu entwaffnen und kann noch einen Stich nachsetzen. Horizontaler Schnitt. Ich blocke mit einem Soto-Uke, fege die Waffe beiseite und kann wieder kontern. Mit dem richtigen Timing wird aus Blocken und Fegen eine flüssige Bewegung. Schnitt zum Knie. Hier blocke ich mit der Sai und ziehe gleichzeitig mein Bein zurück. Kontern kann ich auf bereits bekannte Weise. Selbe Technik gegen einen diagonalen Schnitt von unten. Hierbei landet die Klinge wieder im Flügel der Sai, wo wir sie eventuell für einen Moment durch Drehen der Sai festklemmen können. Schnitte von unten können generell auch mit einem tiefen Kreuzblock aufgenommen werden. Hier bietet sich dieselbe Kontermöglichkeit wie beim hohen Kreuzblock. Bei tiefen Stichen kann ich die Fegeblocktechniken mit ein- oder ausgeklappter Sai nutzen und wie gewohnt kontern. Hierbei verlasse ich mich nicht nur auf meinen Block, sondern gehe auch von der Angriffslinie runter. Das tue ich auch hier bei dem hohen Stich, nur gehe ich diesmal vor und habe meinen Soto-Uke als zusätzlichen Schutz. Oder ich gehe wieder auf sichere Distanz raus und mache dasselbe wie vorher. Im bewaffneten Kampf allgemein ist es eben sinnvoll, die Arme des Angreifers zu zerstören, ohne sie kann er seine Waffe nicht führen. Außerdem kommen die Arme eben auch meist als erstes in Reichweite, ein Punkt, auf den man natürlich auch selbst achten sollte. Das waren die Basics zur Sai, zum Schluss nochmal die gezeigten Beispiele im Schnelldurchlauf. Macht es gut und bis bald!